In diesem Video geht es um die Elimination von Epsilon-Produktionen, und zwar für kontextfreie Sprachen und Grammatiken. Bevor wir irgendwas eliminieren, müssen wir natürlich erstmal wissen, was wollen wir überhaupt eliminieren, was sind eigentlich diese Epsilon-Produktionen. Und solche Epsilon-Produktionen sind einfach solche Produktionen, wie hier in dieser Beispielgrammatik, bei denen wir ein Nicht-Terminal haben und das durch Epsilon, durch das leere Wort, ersetzen können. Diese Epsilon-Produktion zu haben, ist häufig sehr praktisch, weil man damit die Grammatiken relativ einfach aufschreiben kann. Wenn wir hier diese Beispielgrammatik angucken, gucken wir einmal, was die für eine Sprache erzeugt. Dazu gucken wir erstmal an, was kann man aus dem A ableiten. Die Sprache, ich nenne sie mal L von A, aller Wörter, die wir aus dem Nicht-Terminal A ableiten können. Das ist ganz typisch, das ist die ganz typische Form von A hoch N, B hoch N. Das heißt, hier kann ich ableiten A hoch N, B hoch N. Und weil ich das leere Wort ableiten kann, deswegen ist N größer gleich 0. Das ist nicht die einzige, Nicht-Terminal. Wir können natürlich auch gucken, was kann ich eigentlich von dem B ableiten. Von dem B ist auch eine ganz typische Form, die ist rechtslinear. Und da ist es so, dass wir da von dem B quasi eine beliebige Folge von Cs ableiten können. Also können wir ableiten sowas wie C hoch M. Ich gebe den gleichen schon vorsichtshalber einen neuen Buchstaben, damit es keine Verwechslung mit dem N da oben gibt. Und auch hier, weil wir das Epsilon ableiten können, ist M größer gleich 0, also darf auch 0 sein. Wenn ich jetzt weiß, was ich aus A und B ableiten kann, dann kann ich auch direkt sehen, was ich aus S ableiten kann. Und das, was ich aus S ableiten kann, das ist die Sprache, die von der Grammatik erzeugt wird. Und das ist eben die Menge aller Wörter A hoch N, B hoch N, C hoch M. Mit der Eigenschaft, dass N und M größer gleich 0 sind. Gut, also Epsilon-Produktionen sind praktisch. Die haben aber auch Nachteile. Und der besondere Nachteil ist, dass sie es erlauben, dass die Satzform in einer Ableitung, dass die kürzer wird. Also wenn wir es abgeleitet haben, dann wird das Wort, diese Satzform, die wir abgeleitet haben, unter Umständen wieder kürzer. Und das ist ein bisschen problematisch, weil das auch das Parsen erschwert. Dann ist es eben schwieriger, eine Ableitung für ein gegebenes Wort zu finden. Die wollen wir deswegen gerne eliminieren. Es gibt noch einen weiteren Grund, der so ein bisschen von der Hierarchietheorie herkommt. Die Chomsky-Grammatiken, die bilden ja eine Hierarchie. Und da ist die Idee, dass die Chomsky-2-Grammatiken, also die kontextfreien Grammatiken, dass die wirklich in den Chomsky-1-Grammatiken, in den kontextsensitiven oder monotonen Grammatiken drin liegen. Und die monotonen, kontextsensitiven Grammatiken, die erlauben keine wortverkürzenden Produktionen, also insbesondere deswegen auch keine Epsilon-Produktion. Und deswegen, damit man diese Hierarchie aufrechterhalten kann, damit es wirklich eine Hierarchie ist, wäre es gut, wenn wir diese Epsilon-Produktion loswerden könnten. Weil dann könnte man einfach begründen, dass man sagt, ja, die kann man haben, weil die praktisch sind, aber zur Not könnten wir sie loswerden. Und deswegen ist offensichtlich, oder das zeigt dann auch, ist ja auch ein Beweis, das zeigt dann auch, dass die Chomsky-2-Sprachen, auch wenn man Epsilon-Produktionen erlaubt, dass die immer noch in den Chomsky-1-Sprachen enthalten sind. Das ist ein weiterer Grund, warum man die gerne loswerden wollen würde. Gut, fuck. Gut, nun wollen wir jetzt diese Epsilon-Produktionen auch tatsächlich eliminieren. Und das machen wir in zwei Schritten. Im ersten Schritt ermitteln wir dazu einmal, aus welchen Nicht-Terminalen man das leere Wort in beliebig vielen Schritten ableiten kann. Also die suchen wir alle. Gucken wir diese Beispielgrammatik an. Das erste, was uns auffällt, ist, naja, aus dem A kann ich das Epsilon hier, wie man sieht, direkt ableiten. Das heißt, dann erst recht in beliebig vielen Schritten. Also das sammle ich schon mal auf. Nächste Produktion, die ich angucke, ist die, die das B direkt durch Epsilon ersetzt. Und deswegen kann ich natürlich aus B in beliebig vielen Schritten das Epsilon ableiten. Jetzt gucke ich aber weiter und stelle fest, aha, aus dem S kann ich in mehreren Schritten ebenfalls das leere Wort ableiten. Weil da gehe ich ganz einfach so vor, da starte ich mit dem Startsymbol S, dann mache ich die Ableitung nach AB, dann kann ich das A durch ein Epsilon ersetzen, dann habe ich nur noch das B und dann kann ich das B durch ein Epsilon ersetzen, dann habe ich das Epsilon. Also das geht auch.
Das kann ich auch direkt natürlich der Produktion ansehen, weil da muss ich einfach nur scharf hingucken, dass auf der rechten Seite hier dieser Produktion, dass da das AB vorkommt und ich schon weiß, dass ich aus dem A das Epsilon ableiten kann und aus dem B auch. Und deswegen sammle ich auch das S mit auf, weil aus dem S kann ich dann auch in beliebig vielen Schritten das Epsilon ableiten. Das Ganze kann man natürlich jetzt nicht nur für diesen Spezialfall machen, sondern das geht prinzipiell immer so und auch mit der gleichen Idee. Wenn wir alle Nichtterminale finden wollen, aus denen man das Epsilon ableiten kann, dann suchen wir natürlich zuerst die, aus denen das direkt geht. Das ist der erste Schritt hier in diesem Algorithmus. Wir suchen zuerst alle Nichtterminale, aus denen man in einem Schritt das Epsilon ableiten kann. Und danach gucken wir, wie wir es auch bei dem S gemacht haben, alle Produktionen an, bei denen auf der rechten Seite der Produktion nur Nichtterminale vorkommen, von denen ich schon weiß, dass ich daraus das Epsilon ableiten kann. Und falls dem so ist, dann weiß ich, dass ich aus dem X auch das Epsilon ableiten kann. Und das mache ich einfach so lange, bis sich die Menge nicht mehr ändert, bis ich sie alle erwischt habe. Und dann habe ich sie irgendwann alle aufgesammelt. Und das ist die Idee, um diese Menge zu bestimmen. Und im nächsten Schritt kann ich dann tatsächlich auch diese Epsilon-Produktion eliminieren. Und die Idee ist, dass man quasi diese Anwendung der Epsilon-Produktion vorwegnimmt. Gucken wir dazu einfach mal alle rechten Seiten an, auf denen so ein Nichtterminal vorkommt, aus dem ich das Epsilon in beliebig vielen Schritten ableiten könnte, also aus unserer Menge. Hier das Nichtterminal, was wir angucken, ist das B und die rechte Seite ist diese hier, wo das CB auf der rechten Seite steht. Und wenn ich jetzt quasi die Ableitung, die mir das B durch das Epsilon ersetzt, schon vorwegnehmen würde, dann kann ich einfach eine neue Produktion hinzufügen, die mir das B direkt durch das C ersetzt. Also, die entsteht dadurch aus dieser Produktion, dass ich auf der rechten Seite einfach das Vorkommen von B entferne und damit eben diese Anwendung der Epsilon-Produktion vorwegnehme. Deswegen kommt die einfach da hinzu. Wichtig an der Stelle ist, dass man die alte Regel nicht entfernen darf, sondern dass man wirklich was hinzufügen muss, weil ansonsten, zum Beispiel in dem Fall, wenn wir die Regel vollständig entfernt hätten, können wir nur noch ein C ableiten, nicht mehr beliebig viel. Das muss weiterhin erhalten bleiben. Die nächste rechte Seite, die wir angucken, ist die Seite hier oben, rechte Seite von dem A. Und da ist es so, dass das A, das ist ja wieder ein Nichtterminal, aus dem man das Epsilon ableiten kann. Und auch da nehmen wir jetzt diese Epsilon-Ableitung quasi weg und fügen hinzu eine neue rechte Seite AB, bei der das A schon rausgelöscht ist. Jetzt gehen wir weiter. Oben haben wir noch Vorkommen von Nichtterminalen, aus denen man das Epsilon ableiten kann, nämlich A und AB, also die Zeichenkette AB. Und da ist es ja einmal möglich, dass wir aus dem B das Epsilon machen, deswegen kommt einfach nur das A hinzu. Und umgekehrt ist es aber auch möglich, dass wir nur aus dem A das Epsilon machen, weil das A selber ist ja auch hier in unserer Menge drin. Und deswegen kommt eine Produktion B hinzu, die das einfach ersetzt. Und das, was wir jetzt da am Beispiel gemacht haben, das ist auch tatsächlich die Idee für den allgemeinen Algorithmus. Der ersetzt einfach jedes Vorkommen. Wichtig, jedes Vorkommen. Wenn es mehrere Vorkommen gibt, dann stehen unter Umständen sehr viele mögliche rechte Seiten. Aber wir fügen einfach für jedes Vorkommen eines Nichtterminals, aus dem ich das Epsilon ableiten kann, auf einer rechten Seite eine neue Regel hinzu, bei der das schon weg ist. Das ist die Idee. Was wir natürlich nicht machen, ist, wir erzeugen keine Epsilon-Produktion in diesem Schritt, weil die sollen ja gerade raus. Deswegen fügen wir keine neuen hinzu. Und wenn wir das alles gemacht haben, dann entfernen wir einfach alle Epsilon-Produktionen. Was an der Stelle dann ein kleines Problem ist, ist, wenn Sie sich jetzt, nachdem wir das entfernt haben, diese Grammatik angucken, dann sehen Sie, aha, das Epsilon kann ich gar nicht mehr ableiten. Das ist jetzt vollständig raus. Und das Epsilon war aber in der Sprache drin, in der Ursprungsgrammatik. Das heißt, wir haben jetzt quasi die Grammatik so umgebaut, dass sie eine andere Sprache erzeugt. Wir haben das Epsilon aus der Sprache entfernt. Und das Ganze wird dadurch gelöst, dass wir ein frisches Startsymbol hinzufügen. Das machen wir immer dann, wenn man aus dem S in beliebig vielen Schritten das Epsilon ableiten kann. Immer dann fügen wir ein frisches Startsymbol, S' hinzu, und eine Ableitung, die uns das S' einfach durch S ersetzt, damit wir einfach ganz normal anfangen können. Damit können wir alles das ableiten, was wir sonst auch ableiten konnten, und als Alternative das Epsilon auf die rechte Seite. Dann haben wir die Besonderheit jetzt, dass wir das neue Startsymbol S' haben. Dieses neue Startsymbol S', das kann zu Epsilon abgeleitet werden, aber das kann nur im allerersten Schritt passieren, weil nämlich S' nicht auf der rechten Seite vorkommt einer Regel. Und deswegen ist es quasi nur der Sonderfall, der berücksichtigt ist das leere Wort in der Sprache ja oder nein. Und das ist dann die einzige wortverkürzende
Produktion. Eine weitere direkte praktische Anwendung dieses Eliminationsprozesses ist, dass wir jetzt ein Verfahren haben, um das Wortproblem für kontextfreie Sprachen entscheiden zu können. Idee beim Wortproblem ist, in dem Fall jetzt für kontextfreie Sprachen, wir haben eine kontextfreie Sprache gegeben durch eine kontextfreie Grammatik und ein Wort W. Und wir wollen wissen, ist das Wort W in der Sprache, also kann man das in der Grammatik erzeugen, kann man das ableiten. Und wie können wir das lösen? Das können wir durch den Algorithmus lösen, der zuerst alle Epsilon-Produktionen eliminiert. Das ist hier unser erster Schritt. Und danach im zweiten Schritt einfach stumpf alle Ableitungen herstellt. Der macht dann ein Backtracking, ist ein Backtracking-Verfahren, und der hört immer dann auf oder geht immer dann zurück, wenn eine Satzform gefunden wurde, die man schon mal angeguckt hat. Dann gehen wir natürlich zurück und wir hören auf und machen Backtracking, falls wir eine Satzform haben, die schon länger ist als das Wort, was wir eigentlich suchen. Das ist hier dieser zweite Punkt. Und hier benutzen wir tatsächlich, dass die Epsilon-Produktionen raus sind, weil ohne Epsilon-Produktionen gibt es keine wortverkürzenden Produktionen. Das heißt, wenn wir schon eine Satzform abgeleitet haben, die länger ist als das, was wir suchen, dann brauchen wir nicht weiter zu suchen, dann können wir gleich zurück, weil dann kann sie nicht mehr kommen, weil kürzer wird es ja nicht mehr. Deswegen können wir an der Stelle zurück. Und falls wir irgendwann das Wort gefunden haben, geben wir natürlich True zurück. Und falls wir alles angeguckt haben, was möglich ist und die richtige Länge hat, dann geben wir natürlich False zurück. Und auf diese Weise können wir das Wortproblem jetzt für kontextfreie Sprachen entscheiden. Das ist jetzt ein extrem aufwendiger Algorithmus, der quasi aber immer funktioniert. Haben Sie aber keine Angst. Ich habe ja erzählt, dass die kontextfreien Sprachen benutzt werden, um Programmiersprachen zu beschreiben. Es ist so, dass die Compiler das die anderen Verfahren benutzen und die deutlich effizienter sind, weil sonst wird es sehr, sehr lange dauern, zu prüfen, ob überhaupt das Programm, was Sie geschrieben haben, ein gültiges Java-Programm ist oder nicht. Also die machen das ein bisschen anders, die machen das deutlich schneller und die haben tatsächlich auch eine etwas eingeschränktere Art von Produktion, die sie nur erlauben. Also was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, was sind Epsilon-Produktionen, wie eliminiert man sie und wie entscheidet man damit dann das Wortproblem?